Wow, das hätte ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Genau, dann lest euch das Zitat gerne einmal durch und nehmt uns mit bei euren Gedanken dazu. So groß erinnert mich an Magneto. Also das Zitat an sich sagt mir nichts. Magneto ist ein Schurke von Marvel. Deswegen würde ich tatsächlich Richtung Hollywood gehen. Hollywood-Schauspieler. Ja, ich finde, das hört sich so cool an. So. Ja. Ja, also Magneto ist ein Mutant, der kann halt Metall bändigen und der war selber in einem KZ-Lager, das weiß ich. Ja, und alle anderen Antwortmöglichkeiten machen für mich jetzt in dem Zusammenhang nicht wirklich Sinn, deswegen denke ich, dass es eher aus dem Bereich kommt. Okay, das wäre falsch gewesen. Elon Musk bezeichnet in diesem Tweet den US-amerikanischen Investor George Soros als Gegner der Menschheit, indem er ihn mit dem Marvel-Schurken Magneto vergleicht. George Soros stammt aus einer ungarisch-jüdischen Familie und überlebte den Holocaust. Die fiktive Figur Magneto ist auch ein jüdischer Überlebender, der in seiner extremen Rache zum Superschurken wird. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. George Soros ist eben immer wieder der Angriffsfläche von antisemitischen Verschwörungstheorien oder generell von rechtsextremem Hass. Genau, das ist eben ein US-amerikanischer Investor, der eben aus einer ungarisch-jüdischen Familie kommt. Und der setzt sich aber viel für so demokratische und freiheitliche NGOs zum Beispiel ein und wird da deswegen eben immer wieder Zielscheibe von rechter Hetze. Seid ihr auf Twitter unterwegs? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich auch nicht, ne. Also Elon Musk hat selber dazu gesagt, er sei kein Antisemit, er sei ein Pro-Semit, was auch immer das sein soll. Aber man kann auf Twitter, heißt ja jetzt X, durchaus beobachten, dass das gerade eben, seit der das übernommen hat, was so Fake News und eben auch viel Hass und Hetze krass zugenommen hat. Auch jetzt nach dem 7. Oktober war auf Twitter auch richtig viel Fake News und antisemitische Hetze verbreitet worden. Also der moderiert das nicht so gut, sag ich mal.